Wir wurden heute Morgen um 9:52 Uhr darüber informiert, dass mehrere Personen verletzt worden sind in der Schule. Wir sind hier mit einem starken Polizeiaufgebot erschienen, weil eben auch Verletzte waren. Und dann haben wir natürlich auch die Feuerwehr darüber informiert. Die kamen selbstverständlich auch hierher, auch mit einem starken Aufgebot. Es war zu vermuten, dass eine Amoktat vorliegt. Davon sind wir zu dem Zeitpunkt ausgegangen. Dementsprechend haben wir die Schule natürlich direkt durchsucht und konnten eben auch eine Person, die für die Verletzungen der anderen Person verantwortlich zu sein scheint, festnehmen. Auch diese Person ist verletzt. Die Verletzten wurden zwischenzeitlich alle ins Krankenhaus gebracht, um da eben behandelt werden zu können. Danach wurde die Schule durchsucht. Wir hatten auch Spezialkräfte vor Ort, die die Schule durchsucht haben. Und dann haben wir Anlaufstellen eingerichtet für die Schüler, aber auch für die Angehörigen, die dann eben betreut werden mussten. So eine Angelegenheit ist natürlich traumatisch und da haben wir alles aufgeboten, was wir zur Verfügung haben. Inwiefern sind die Schüler verletzt? Über den genauen Verletzungsgrad kann ich im Moment noch nichts sagen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Verletzte wohl auch schwerer verletzt sein sollen. Einzelheiten dazu liegen im Moment noch nicht vor. Es gab heute ein ziemlich großes SEK-Aufgebot. Was hat das SEK hier nach dem Einsatz bzw. während dem Einsatz im Gebäude gemacht? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass eine Amoktat vorliegt, das war zu vermuten halt, dann fahren wir natürlich alles auf, was wir haben, um die Gefahr zu beseitigen. Und deswegen waren eben auch die Spezialkräfte hier vor Ort. Die kamen aber dann nach der Festnahme des Tatverdächtigen und haben eben alles durchsucht. Also ich hatte eine Freistunde, ich war im Oberstufenraum mit meinen Freunden. Wir wollten eigentlich lernen und dann hatten wir halt nur Polizisten gesehen, wie sie zugerannt kamen. Und dann hatten wir eh schon so ein etwas mulmiges Gefühl und dann kam die Durchsage, dass wir bitte in den Klassenräumen bleiben sollen und uns verbarrikadieren sollen. Und dadurch, dass wir aber im Oberstufenraum waren, also es kein Raum war, den wir abschließen konnten, sind wir dann rausgerannt, weil wir halt auch nicht wussten, was los ist. Und dementsprechend sind wir dann rausgerannt und waren dann draußen. Was geht einem in dem Moment durch den Kopf? Wie fühlt sich das an? Kannst du da mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen jetzt sprechen? Also man ist ziemlich unter Schock. Man handelt eigentlich einfach nur und versucht halt möglichst aus der Situation zu kommen. Also ich habe ziemlich gezittert. Also es ist schon, ja, man weiß halt auch nicht, was los ist. Ne? Und dann ist man halt einfach schockiert und man möchte einfach weg und ja. Wie war das, als ihr das Gebäude verlassen habt? Habt ihr euch auf dem Pausenhof aufgehalten? Was ist danach passiert? Wir hatten die Polizeikräfte gesehen, dann sind wir hoch hier zur Bushaltestelle gelaufen, weil wir halt auch nicht wussten, ob da jetzt jemand mit einer Waffe ist oder ähnliches. Und dann wollten wir halt einfach einen möglichst großen Abstand zur Schule dann gewinnen in dem Moment. Ja. Gibt es schon Informationen zum weiteren Vorgehen? Wie geht's weiter mit der Schule? Heute ist wahrscheinlich kein Unterricht mehr. Habt ihr schon Anweisungen bekommen? Nee, bislang nicht. Also soweit wir wissen, fällt jetzt der Unterricht des Weiteren aus. Also ein paar haben Vorabi gerade geschrieben, das wird jetzt auch nachgeholt, weil man kann jetzt kein Vorabi mehr weiterschreiben. Also für heute fällt es aus, wie es morgen ausschaut, weiß ich nicht. Ja, ich war natürlich ein bisschen beunruhigt am Anfang, erstmal der Schock. Aber jetzt, nachdem man die Vorkehrungen sieht, nachdem man sieht, dass alles unter Kontrolle ist, geht es mir schon wieder besser. Also ich habe keine Sorge jetzt aktuell um meinen Sohn. Herr Jüschel, wissen Sie schon, wie es Ihrem Sohn geht? Haben Sie schon miteinander sprechen können? Ja, ich habe unmittelbar nach dem Vorfall, nachdem ich davon gehört habe, mit ihm reden können. Zum Glück hatte er sein Telefon dabei und als ich seine Stimme gehört habe, war ich dann schon beruhigt. Herr Jüschel, wie haben Sie von der Tat hier heute erfahren? Ich habe eigentlich durch einen Freund erfahren, der mich benachrichtigt hat, dass vor der Schule ganz viele Polizeiautos geparkt haben. Daraufhin habe ich dann unmittelbar meinen Sohn angerufen und habe dann erfahren, allerdings konnte ich nicht erstmal erfahren, was genau passiert ist, aber die Schule hat dann die Eltern per E-Mail informiert. Ja, also emotional, erleichtert jetzt momentan, aber es war halt ängstlich. Ja? In dem Moment, dass hier ein Amoklauf in der Schule ausgeführt wurde, hat man ja nicht jeden Tag. Ja.
Das ist ein mittlerer Gebäudeteil auf jeden Fall, da steht Essen da. Ja, okay, dann gehen wir hin. Nein, aus der Reihe, das ist nicht so.